Hallo Leute, ich schau mal, ob ich die Oberleitung befestigen kann. Bin gerade dabei, die Innenspur auszubauen. Für die äußere wird es wohl nicht reichen, weil da sind mir ein paar Teile kaputt gegangen. Aber dann könnte man einfach mal gucken, ob so eine E-Lok mit Oberleitung auch funktioniert. Da müsste man danach einen Probelauf machen. Und dann melde ich mich nochmal. So, die Oberleitung ist jetzt überall zu sehen. Jetzt müssen wir gleich mal einen Probelauf machen. Ich habe die Lok mal aufgeschraubt. Da gibt es einen Schalter, wo man die umschalten kann. Von Ober- auf Unterleitung. Hier ist der Schalter. So, ich würde mal sagen, wir fangen an. Müssen wir mal gucken, dass alles hier richtig eingestellt ist. Oh, es wird... Das muss man einstellen. So, auf ein neues. Mal gucken, ob der Stromabnehmer jetzt unten bleibt. Oh, Weiche ist falsch gestellt. So, die erste Proberunde haben wir durchbekommen. Da hinten ist noch ein Problem. Das müssen wir auch noch kurz beseitigen. Moment. So, mal gucken, ob wir jetzt vorbeikommen. Da habe ich eine Oberleitung noch falsch rum. Muss ich auch korrigieren. Aber ansonsten. So, da bin ich wieder. Mal gucken, wie es weiterläuft. Stromabnehmer wieder hoch machen. So, jetzt ist er oben. Und gucken wir nochmal, wie weiterkommen. Thank you.
noch hängen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Seht ihr es? Ist hängen geblieben. Und nochmal. Das wird ein langer Film. Naja. Halt doch nicht so einfach. Machen wir hier wieder langsam, mal gucken. Schon wieder hochgeschnappt. Oh, muss ich noch mal was biegen. Und weiter geht's. Jedes Mal hin, wenn ich's. Und die Oberleitung steht. Haben wir zwei Runden fahren können, ohne dass was hängen bleibt. Habe ich jetzt mindestens anderthalb Stunden gearbeitet. Brauche ich die nur noch unter Strom zu setzen. Und dann kann die Lok von der Oberleitung ausfahren. Okay.